Hallo lieber Euro-Jackpot-Spieler, ich habe fünf weitere Beweise für Sie. Es geht um Beziehung am 20.01.2017. Viermal Daumen nach oben, 17 mal Daumen nach unten. Worum geht's denn hier? Also wir haben hier erstmal die Zahlen 40, 23, 5, 25, 35, Euro-Zahl 5 und die 8. Ja, das sind Zahlen, die letztendlich auf der Euro-Jackpot-Seite irgendwann mal veröffentlicht wurden. Und ich habe hier fünf weitere Beweise für Sie, wo es eben das Gegenteil ist. Erst einmal, das Landgericht Hamburg hat entschieden, wer einen Link teilt, haftet dafür. Also hier zu schreiben, alle Angaben ohne Gewähr, ja, das läuft ja schon mal gar nicht. Ja, das ist der, wer solche Zahlen weiter teilt, ja, der haftet auch dafür. Also, ich habe ja einige Seiten für Sie aus Deutschland, 9, 12, 16, 23, 46, Euro, Zahl 6 und 10. Die Zahlen, die hier veröffentlicht wurden, stimmen natürlich mit den Zahlen hier unten überhaupt nicht überein. Auch die von der Bild-Zeitung genauso wenig. Die Bild-Zeitung hat die Zahlen von einer anderen Seite geteilt. Also wie gesagt, wer teilt, haftet dafür. GoLotto, genauso fünf weitere Nummern, die überhaupt nicht hier unten mitstimmen. Ich glaube, das ist eine spanische Lotterie, wenn ich das richtig verstehe, ist genauso die Zahlen, die alle anderen drei geteilt haben. Und das gilt hier auch für einen, ich glaube, das ist eine amerikanische Lotterie. Und wir wissen auch, dass Lotto 24 genau die gleichen Zahlen veröffentlicht hat. Ich möchte diese Seiten nicht angreifen, weil sie können nichts dafür. Sie haben nur die Zahlen, die von der Eurojackpot-Gesellschaft gezogen wurden, weitergeteilt oder weitergezeigt. Sie können dafür nicht haftbar gemacht werden. Wer hier haftbar gemacht wird, ist hier unten. Das sind die Leute, die hier diese Ziehung getätigt haben. Und es ist natürlich die Frage, wenn diese Zahlen gezogen wurden, weshalb zeigen hier mindestens sechs weitere Zeigen andere Zahlen an? Und das ist ein deutliches Zeichen für einen Betrug. Denn wenn hier eine Panne passiert ist oder passiert wäre, dann hätte die Euro-Jackpot-Gesellschaft uns das schon längst mitgeteilt oder mitteilen müssen. Wir gehen auf Google und tippen ein Euro-Jackpot offizielle Seite und klicken auch hier drauf. Wenn wir auf der Euro-Jackpot-Seite sind, da geht man halt auf News. Und wenn wir auf der Euro-Jackpot-News-Seite gehen, Sie werden von dieser Ziehung nirgendwo was lesen. Also es ist wirklich sehr erstaunlich, wie cool die Jungs darauf reagieren und einfach mal diese Panne totschweigen. Das kann doch irgendwie nicht sein. Wenn wir uns die Gewinnauszahlungen hier anschauen, 7,80 €, 7,90 €, also das ist wohl hier echt der Hammer, ja. 16,10 €, 16,10 €, also ich verstehe das ja sowieso nicht, dass hier vier Klassen so nah beieinander stehen, ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei der ersten Ziehung anscheinend wohl zu viele Leute gewonnen haben. Und dann haben die gemerkt, oh, das wollen wir so nicht. Und dann wurde zweite Ziehung getätigt. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn solche Pannen passieren. Dann kann man ruhig an die Öffentlichkeit gehen und das Ganze preisgeben. Aber wenn man das Ganze so totschweigt, ja, dann ist das irgendwo nicht mal seriös. Ich sage nochmal, nach fast 15 Jahren Glücksspielerfahrung spiele ich das Spiel selbst nicht. Okay, gut. Ich hoffe, dass so viele Beweise jetzt mittlerweile auch reichen. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Video.